ist es wieder eine Challenge, bei der es darum geht, dass jeder von uns einzeln performt. Das heißt, jeder muss heute an sein Maximales gehen. Hallo YouTube, hallo. Mali, okay, der Boden abonniert ist... Abonniert meinen Kanal, hallo. Der Boden ist nicht mehr aus Lava, Jungs. Der Boden ist nicht aus Lava, oh nein, was soll ich machen? Denn der Boden tatsächlich... Oh, was? Ja, der Boden ist nämlich mehr oder weniger null. Oh. Dort, wo ihr standet, wird sich in 5 Sekunden der Boden auflösen. Was? Kurze Frage, meinst du nicht, du willst was Leichteres machen als beim letzten Mal? Ich würde einfach mal sagen, Jungs, jetzt wisst ihr Bescheid, wie es läuft, wie es funktioniert. Und ja, ihr solltet euch eventuell darauf einstellen, dass wir erstmal am Anfang auf jeden Fall schon ein Dorf... Oh mein Gott! Basti, was ist das für eine Challenge? Doch, okay. Die Challenge ist ultra schwer, what the fuck? Die ist ultra, ultra schwer. Man kann das ganz clever machen. Man muss manchmal an den Bäumen einfach so ein bisschen gestrafe vorbeilaufen. Ich habe schon 6 Loks. Man kann das auch voll abusen, weil dadurch, dass wir so Löcher bauen bis ganz unten, kann man dann nach unten gehen und in eine Höhle gehen. Naja, aber Höhlen... Ist an der Leiter das auch so, dass wir an der Leiter dann, dass es dann auch runter geht, wenn wir an der Leiter sind? Nee, ne? Was meinst du? Bin tot. Oh. Kevin, ne? Basti. Hab ich recht? Es geht los! Viel Spaß bei der Minecraft-Challenge! Kevin, hau das Essen weg! Wie kommen wir denn an sowas wie Eisen ran? Über Boote? Ich würde, wenn, über Boote gehen, aber generell würde ich Emeralds zum Beispiel heute nicht über Holz holen, sondern über Clay. Das Ganze dann bei einem Mason traden. Oh mein Gott, Digga. 14 Herzen Schaden bekommen? Oh, ich hab ein Dorf! Ich hab ein Dorf! Ja, Bro, ich bin schon tot, Karl. Okay. Ihr müsst mir sagen, wann der Punkt angekommen ist, dass wir die Challenge eventuell leichter machen sollten, ne? Aber ich will euch... So, Jungs, dann geht's los. Alle guten Dinge sind drei. Okay, warte mal. Pass auf, jetzt mache ich wirklich was Smartes, okay? Ich mache uns so einen Rettungsweg hier. Oh, oh! Karl, bist du dead? Ich bin tot. Das war der wackste Try ever, dude. Ja, aber die Insel war eh trash. Ich weiß, ich habe uns einen Gefallen getan. Ja, true, Digga. Das waren wirklich, das waren 15 Sekunden, ne? Oh, Leute, was geht ab? Willkommen zum neuen Basti GG Video und viel Spaß mit der Challenge. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und jetzt viel Spaß. Und jetzt ab dafür, euer Basti. Vielleicht kann man das auch noch so einstellen, dass dieser Modus einfach nur zufällig manchmal so angeht. Also das heißt so zum Beispiel, es gibt mal so eine Phase, wo 5 Minuten nichts ist und dann ist 5 Minuten halt wieder... Dass man dann sagen kann, oh! Nee, Karl, nicht schon wieder. Mm. Karl. Wie? Okay, warte mal. Der Block kam viel zu schnell. Basti, wir sollten die Challenge zu zweit machen. Sind wir auf einer Insel? Ja, das kann gut sein. Wie gesagt, Jungs, auf dem Wasser sind wir mehr oder weniger sicher, wenn wir uns in ein Boot setzen. Ja, Banco, ein Boot? Ja, wir könnten gleich einfach... Okay. Banco meinte, er muss gleich mal für eine halbe Stunde weg, aber das ist dann rein theoretisch umsetzbar. Hat Banco einfach ein Date, Pock? Ich hatte ja einen E-Date über Discord, Minecraft-Date auf Komme. Uff. Hot. Oh, guck mal, er teased so ein bisschen. Was niemand weiß, macht niemand heiß. Uff, Digga. Alright. Also er muss essen gehen. Ja. Mama hat Kartoffelbrei gemacht, Digga. Ey, Jungs, nee. Nein, akzeptiere ich nicht. Respawn. Retalk. Warte mal, Basti, wollen wir die Challenge alleine machen? Digga, ich Retalk. Nein, Retalk. Basti zu zweit, komm. Das ist fucking Bullshit. Ich war im Wasser. Realtalk. Ich hab mein Abitur in Java gemacht, mündlich. Achso. Nee, for real. Also ich hab mein mündliches Abi in... Im Dorf! Ja. Mein mündliches Abitur hab ich in Informatik gemacht. Schnell, bevor der Timer losgeht, Kevin. Das denn. Alright, der Timer wird gestartet. Geht schon los? Ja, das läuft schon die ganze Zeit. Wir sind fast bei unserer Rekordzeit gleich angekommen. Ach, warte mal. Wir gehen... 3 Tode, 1000 Subs, Kevin. Ich meine, wir werden von Mal zu Mal besser. Ich glaube, wir haben fast die 30 Sekunden geknackt. Komm, wir jetzt machen einfach neues. Sorry, ich muss erst mal kurz reinkommen. Alles klar. Oh, es geht schon los, Ja. Bro, holy fuck. Ja, was denkt ihr, was wir denn machen? Okay, jetzt kann's losgehen. Okay. Muss ich euch generell immer erst noch mal irgendwie so, weiß nicht, einen Warnschuss geben? Kleiner spontaner Tipp auch von meiner Seite, Jungs. Ja. Essenstechnisch würde ich euch einfach mal raten, Fische zu farmen. Denn, wie gesagt, im Wasser sind wir sicher. Und Fischis, bisschen Lachs, tut gut. Ja, ist auch Omega-3-Fettsäuren, ne? Yeah. Ja, moin, Baba. Ja, moin, Digga, das ey. Warte, was? Omega-3-Fettsäure? Warte mal, Kevin, 4 Tode? Mann, Bro, im Wasser ist man halt nicht safe. Naja, doch, du musst halt in Bewegung. Nein, es ist einfach die fucking größte Lüge des Planet Earths. Guck mal, neue Version ist jetzt oben. Das heißt, Jungs, also wir müssen am Anfang die erste Wave schaffen und danach haben wir erstmal so 3 bis 5 Minuten Ruhe. Und dann ist die Challenge aus und danach geht sie wieder an. Das heißt, wir haben temporär immer Zeit. In der Zeit, in der sie halt sozusagen dann an ist, müssen wir ein bisschen gucken und vorsichtig sein. Aber wenn sie aus ist, machen wir Speedrun. 5 bis 8 Minuten. Okay.
Timer fortgesetzt, Kevin. Jupok. Ist jetzt die neue Version da? Es sollte jetzt eine neue Version sein, aber der Boden geht jetzt erstmal, glaube ich, für 5 bis 8 Minuten weg. Und dann irgendwann... Und danach haben wir eine Freetime. Oha. Danach haben wir eine Freetime. Ich weiß nicht genau, also... Das ist so wie Pause in der Schule. Ja. Also, okay, das schaffen wir aber. Ja, rein theoretisch, das ist machbar. Zeitdings, haben wir dann auch Ruhe oder wie ist das gemacht? Ich hab ein Holz. Also, okay. Also, es geht darum, dass wir die ersten 5 bis 8 Minuten einfach nur aushalten. So, Jungs, ich habe 9 Holz. Wie läuft's bei euch? 14. Ich hab gar kein Holz. Wie sieht's aus mit in eine Richtung laufen zusammen? Dorf. Ja. Welche Richtung, sagt ihr? Ja, Richtung Westen. Okay. Perfekt. Südwesten? Hab Fallschaden bekommen. Alles gut, alles easy. Nee, nicht schlimm. Fallschaden juckt. Vielleicht ist das auch ganz gut, dass ich auf Tab eure Herzen lasse. Hab ein Dorf. Oh, nice. Scotties. Ey, wie gesagt, 5 bis 8 Minuten einfach aushalten. Dann können wir uns darum kümmern, Essen ranzuholen, zu traden und so. Ja. Und jetzt geht's erstmal darum, dass wir diese Sachen, diese Kleinigkeiten einfach hinbekommen. Sneakt einfach um den Baum rum. Jungs. Komm, bitte lass einfach neu machen. Das ist immer so lang. Kevin, wie viele Tote? 5? Mann, ich bin so dumm gerade. Okay, der Spawn ist nicht so jumbo. Obwohl geht. Ich würde sagen, wir laufen alle zusammen in eine Richtung. Wir müssen einer. Erstmal Nordosten. Ja, eine Einheit bleiben. Karl, du solltest nicht direkt hinter mir laufen. Jungs, 2 Minuten gleich. Ja. Neuer Rekord dann. Wie lange wird es brauchen? 40, oder? So ungefähr. Wir müssen noch in die Hölle. Ja, wir machen einfach einen schnellen Speedrun, hätte ich gedacht. Okay. Jo, also okay. 15, ne? Ja, Jungs, ich bin jetzt gerade auch auf dem Ozean und könnte jetzt rein theoretisch losballern. Im Boot, bin ich sicher. Wo seid ihr denn? Mach mal Posi. Ich habe Position 1 gemacht. Da musst du einfach hinkommen. Pass, ich fahre nach Südosten, ja? Mach das mal. Ich habe Babalut. Ja, das, Jungs, das sind mal die ersten positiven Erfolge, die wir jetzt einfach mal haben. Wir sind fast 5 Minuten drin. Ist es nicht schön? Kevin, Gift. Kevin, Milch. Trink Milch. Alles gut. Cool. Alles gut. Alles gut? Wie viel Herzis hast du? 6,5. Kevin hat ein halbes Herz. 6,5. Okay. Du hast ein halbes, Kevin. 6,5. Jungs, was ich jetzt auch direkt mache, ich hole direkt ein bisschen Clay ran. Clay sind diese wunderbaren, gräulich-bläulichen. Ich bin der Boot-Looter. Ja, ich loote auch Boote, Brudi. Dann mach du Clay, wir machen Boote. Oh, Jungs! Dorf! Okay, sehr gut. Bitte einmal markieren, Meister. Okay, ja. Ich bräuchte dann eventuell vielleicht noch ein bisschen Eisen, dann könnte ich auch direkt den Mason machen. Ja, ich habe 27. Ich bin bei deinem Boot, Kevin, wenn du mir ganz... ich schau gerade, ob wir ein Dings haben, eine Cleric, Bro. Das siehst du auch einfach daran, ob wir eine Kirche haben. Ja, dann haben wir, glaube ich, keinen Cleric. Das ist scheiße, ne? Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Ich hole ganz kurz... Achso, wir können ja auch einfach einen selber machen, oder? Wir können dann später einen selber machen, ja. Sind die Löcher aus? Sind die Löcher aus? Aktuell sind sie, glaube ich, aus. Es kann sein, dass es noch... Sie müssten eigentlich... Ich brauche Brote, ich habe 33 Brote. Sehr gerne. Möchtest du mir auch ein Eisen geben? Ja, wie viel? Eins? Eins. Wie sieht denn der Schatz aus? Hier. Das ist eine Kiste unter Wasser. Erstmal eine andere. Also, was, kommen die Löcher nochmal wieder? Oder warte mal, seit wann ist das jetzt an? Die Löcher an. Oh, Löcher sind an! Löcher sind an! Alle in Deckung! Löcher sind an! Alarm! Basti, wie viel Clay brauchen wir in circa? Oh! Du kannst ausrechnen, dass ungefähr ein Stack von diesen Clay-Kack-Klumpen ungefähr 6 Emeralds sind. Also, ich habe jetzt selber schon 4 Stück. Also für Pfeil und Bogen für uns alle habe ich eigentlich schon genug, aber wir müssen jetzt so oder so diese Phase jetzt was machen. Deswegen können wir direkt Clay für die Emerald. Für die Enderperlen. Okay, tut mir leid, ich choke ein bisschen rein, Alter. Oh. Sorry, nicht konzentriert gerade. Ja, 3 Herzen ist nicht viel, ne, Kevin? Mhm. Der Punk um 12. People Rage, Banco. Hat er doch genug Zeit gehabt eigentlich, oder? Naja, muss. Ne. Ach, Banco. Oder hat er wieder was gegessen? Ernsthaft? Oh Mann, hat seine Mama wieder Essen gemacht, oder was? Ich muss mal bei seiner Mutter an. Free Talk. Och nein, och nein. Kevin. Ich möchte bitte gerespawnt werden. Ich Kevin, hatte warum machst du das? Wir waren so getrennt eine halbe Stunde. Ich hatte so viel Zeit. Es geht nicht immer um Wollen, Kevin. Es geht nicht immer um Wollen. Weißt du, manche wollen so viel. Guck mal, wir sind noch nicht mal gestorben an der Challenge. Wir sind einfach durchs Ertrinken gestorben. Es tut mir leid. Alright, Jungs. Wir hatten jetzt gerade Glück, dass wir einen Ozean gefunden haben. Das ist jetzt mehr oder weniger wieder der Plan. Wir sollten auf jeden Fall einen Ozean finden und deswegen zusammen in eine Richtung laufen. Warte, wir töten erst. Nein, lass den Baby-Esel. Ey, hinter uns gehen schon die Blöcke weg, Alter. Pass mal auf. Gut, habt ihr schon sowas wie einen Ozean und in welche Richtung laufen? Wir sind an einem Ozean gespawnt. Achso, und welche Richtung fahrt ihr dann so? Naja, ich bin noch nicht groß losgefahren, aber ich würde jetzt gleich in Richtung so Südwesten generell fahren. Ich habe 30 Emeralds, ne? Guter Start, oder? Wie viel brauchen wir, Basti? Sehr guter Start. Ja, für Bogen, Pfeil und Bogen reicht es auf jeden Fall aus, aber. Ja, aber so für alles. Also, wir wollen ja auch so Enderperlen und so haben? 1,5 Stacks. Okay, aber gut, das hört trotzdem nice. Ein Drittel ist ja schon wild. Was macht ihr für eine Challenge? Ah, was? Ich hab... Was? Oh mein Gott, Bro. Real Talk. Damage Detail, Junge. Pff, das sind 5 Zombies in
hinter mir gespawnt, ja, einfach so. No joke. Karl, ja, fünf. Wie viel? Fünf? Karl. Ich hab zwei Herzen. Also ihr meint, Minecraft allein nur in Ultra Hardcore ist zu einfach für uns, ja? Ja, schon. Das ist gerade das, was wir eigentlich gerade spielen. Ja. Löcher sind wieder da, die Löcher sind wieder da, Jungs. Die Lochis kommen, die machen Comeback. Die Lochmanns. Genauso wie auch Gachi Gasm und so. Da, nein, ich verstehe. Ey, ich kann nichts machen. Ich kann Return nichts machen. Warte, warte, maybe, warte, ist noch nicht vorbei. Den Ofen placen sollen. Wir choken echt, also der Choke... Es war nicht super smart, aber es war jetzt auch nicht ultra komplett trash. Der Choke passiert halt einfach nicht mal beim Hauptteil dieser Challenge. Ich hasse Challenges. Oh, hier ist ein Eisbär. Ich möchte ein Eisbär sein. Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Oh. Ich suche jetzt auch mal nach einem Dorf. Nee, kommt, Jungs, geil. Jetzt müssen wir jetzt mal ein bisschen... Jetzt ja, mal, ja. Ja, jetzt motiviert euch mal, fokussieren. Was ist Status Quo? Wir? Wie viele Emeralds haben wir? Also, ich habe 22. Ich habe 5. Ich habe 23, wir haben 45. Ja, wir haben genug. Wir haben genug für Pfeil und Bogen. Was jetzt mal gemacht werden muss, Jungs. Wir kommen jetzt mal langsam... Mhm. Wir dürfen jetzt hier nicht aufgehen. Was wir jetzt wirklich mal machen müssen, wenn das jetzt hier wirklich mal ein Video werden sollte, dann sollten wir wirklich mal vom Ozean runterkommen und jetzt mal wirklich in einem Dorf traden und wirklich mal Pfeil und Bogen und mal wirklich versuchen, wenigstens den Nether zu betreten. Oh, Jungs, das? Ich habe ganz kurz richtig gute Nachricht. Ja? Ich habe so ein Pilzbiom gefunden. Ja, sehr gut. Oh, da können wir auf jeden Fall reinfarmen, wenn wir Dings haben. Ich habe ein Dorf gefunden, ja, aber was hier ist aber gelootet ist. Mir her, das ist ein bisschen... Das ist ein Dorf? Ja, ein totes Dorf. Ja. Oh mein Gott, finally, dude. Let's go, Jungs. Hey, Jungs, okay, läuft gut. Jetzt, jetzt mal wirklich for serious. Wir können das halt an sich wirklich schaffen. Ja, ich weiß. Okay. Wenn Basti jetzt nicht wieder reinschaukt. Wir treffen uns jetzt auch sozusagen alle dann gleich dann bei Kevin. Bei minus 2000, minus 2000 ungefähr. Ach, ernsthaft? Okay. Naja, ja, ich will ja nicht an Land gehen wegen den Mobs. Löcher. Löcher sind an, oh nein. Dorf. Oh, Wasser. Jetzt mal ein Dorf wäre aber wirklich mega, Alter. Mann, es sieht aber auch richtig nach Village hier aus bei mir. Richtig schönes Plains. Ja, same. Oh, Jungs, ich hab eins! Ich hab eins! No way! Ich hab eins! Minus 2000, minus 4000, let's go! Let's go! Keine Löcher, let's go! Gutes Timing, holy shit! Markier. Moin, Meister. Die gönnen wieder nicht. Ach, hier, der hat den Job bekommen, ja, warte. Jetzt, Basti muss einmal machen. Ja, halt's auf. Okay, und wie viel holst du dir? Ich hab 48 Pfeile geholt. Direkt ein Stack rein. Also direkt einfach einmal Shift linksen. Hier, Basti, zwei Suppen liegen hinter dir. Ich hab die Bögen und ich hab auch Pfeile. Okay, aber Bogen habe ich noch keinen. Hast du mir schon einen gemacht? Hier, kannst du nehmen. Right, dann lass jetzt hier aus dem Dorf entfernen und jetzt müssen wir uns eigentlich... Oh, warte, ich gehe gerade zu euch, ne? Ja, schon, aber wir haben... Wir suchen Lavasee, ne? Oder wir gehen zum Lavasee. Ja, ich hab einen vorhin markiert, einen Lavasee. Der ist halt bei... Da müssten wir halt nochmal 1000 Blöcke in ist Richtung... Ist das smart, den zu nehmen oder sollen wir irgendwas unterirdisch suchen? Nein, unterirdisch. Wie willst du bei der Challenge unterirdisch was machen? Ja, okay, true. Oh! Löcher. Ach du Scheiße, ich bin auf dem Berg gerade. So, ich bin jetzt beim Lavasee und jetzt wird's halt... Okay, jetzt wird's nämlich ein bisschen knifflig, weil diese Löcher gehen auch nie weg. Wir müssen an sich jetzt warten, bis diese Dingsphase wieder vorbei ist. Oh, hier, Lava, ich hab's, glaube ich. Ja. Ja, Lavasee, ich bin da. Warte, ich komm. Sollen wir chillen einfach? Ja, ja, klar, erstmal in Bewegung bleiben und einfach jetzt nicht runterfallen. Ich freue mich auf diese Nachricht. Jetzt, guck mal, Jungs, jetzt beginnt die Challenge erst richtig. Das, was wir davor die letzten 3 Stunden gemacht haben. Gerade ist tough, Alter. Ohne Safe-Dings würden wir es, glaube ich, gar nicht schaffen. Ja, eben. Das ist ja das Ding. Wir könnten nicht. Ich sehe es. Ohne. Oh, Jungs. Alles gut. Kevin, lauf einfach auch auf den sicheren Stellen jetzt. Ich bin safe jetzt. Okay, cool. Ja, wirf. Portal bauen. Was brauchst du? Eine Suppe. Creeper. Oh, shit. Danke, Karl. Oh, Karl, Basti. Wie viel Herz hast du noch? Full Life fast. Okay, perfekt. Ja, oh mein Gott, oh mein Gott. Keine Löcher. Oh. Keine Löcher. Juhu. Jetzt nicht ins Loch fallen. Jetzt ins Loch fallen. Imagine. Jungs, es geht jetzt in den Nether, ne? Brauchst du Flint and Steel oder hast du... Hab ich. Karl, noch Bögen für dich. Und jetzt komm, jede Sekunde, die wir haben, müssen wir jetzt noch ausnutzen. Okay, rein. Karl, dein Stuff. Ich geh rein. Hier, Karl, hier. Leckt er? Oh, es laggt, ja. Okay. Alright, ab in den Nether. Okay, wir müssen hier weg vom Portal, weil solange wir noch weg sind vom Portal, kann uns an sich nichts passieren. True. Okay, Jungs, Richtung Osten. Ich würde Richtung Osten gehen. Hast du ein Portal markiert oder irgendwie? Ja, hab ich. Ja, lass hier runter, Jungs. Ja, jetzt hier vorsichtig runter. Und solange wir jetzt auf dem Hinweg safe sind, ist alles gut, weil dann ist der Weg nachher noch erreichbar. Oh, Diggi, das ist super spooky hier. Ja, das ist ja der Nether, ne? Aber wir haben es wenigstens ein bisschen in den Nether... Geschafft. Als ob ich Schaden bekomme, wisst ihr? Das ist gerade wirklich tough. Wenn es gleich angeht, Jungs, ist richtig Armageddon. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ja, vor allem in der Festung, das hat überscheiße. Ja. Warte, geht ein Boot im Nether? Also schon, aber... Kevin, guck dir das an. Oh, Pfeilfett. Warte mal, kann ich da auch mit rein? Jungs, was ist... Ja, moin. Coole Challenge, Basti. Coole Challenge. Ciao. Okay, warte mal, was müssen wir machen? Oh, Brücke rüberbauen? Ja, uns eine Brücke rüberbauen. Kann ich nicht einfach dann in meinem Boot sitzen und dann auf die schießen?
Ja, warum das, nicht? Es ist halt einfach... Es geht doch darum, dass wir die Challenge durchspielen. Ja, Dicker, das ist halt so, als würde ich, weiß ich nicht, sagen... Ich das ist so ein bisschen wie bei Hausaufgaben abschreiben, ist doch chillig. Ja, aber darum geht's nicht, das ist halt... Dicker, das ist halt... Aber ich mach doch... Ja, klar, das ist doch voll... Dicker, das ist so, als würde ich Minecraft... Als würde ich sagen, Junge, ich spiele Minecraft ohne WASD durch, aber... Das ist Lego. Ich, als würde ich sagen, yo, ich spiele Minecraft auf, mit WASD durch, aber hab's mir dann einfach auf die Pfeiltasten so gelegt, weißt du? Nein, ist es nicht. Es ist, dass man einfach das Spiel smart spielt, dass man nicht ganz stirbt. Ganz kurz, ganz kurz. Ey, Ruhe, wir müssen jetzt wieder Synergy ins Spiel bringen. Wir machen's einmal, aber nur ich wegen... Ich will bitte mein Schwert haben. Jungs, kommt schnell bitte, wegen Fallstand reduzieren. Kommt hier rein, einer. Okay, ich mach mir einen. Einer, ich bin drin. Kevin, du machst das gleiche wie wir, alright? Ich, wie was? Ich hab kein Holz mehr, Bruder, ey! Jungs, lass mich jetzt nicht im Stich! Mach jetzt nicht den, ich hab kein Holz! Löcher! Löcher! Junge, ey! Ihr seid so ein paar 31er, Jungs! Es ist insane! Löcher, oh nein! Es ist insane! Ich. Kevin, jetzt, wenn du darfst jetzt nicht schon. Bro, es ist nicht euer fucking Ernst. Ja, okay, ich try my best. Hast du ein Boot? Nee, ich habe auch kein Holz. Okay, wir müssen Kevin retten. Es geht um Kevin. Wir müssen Kevin retten. Wo ist Kevin? Wir müssen zurück. Kevin ist noch da oben. Oh nein. Alles cool. Ich gebe mein Bestes hier vorne, um die Zeit zu wasten. Alles cool. Hey, nein, wir haben schon eine halbe Minute geschafft, im Nether zu überleben, Jungs. Okay, wie lange? Karl! Ich will Kevin. Jungs, Ruhe. Dann hol du halt. Ey, Ruhe bitte. Dann hol du Kevin. Und ich gehe. Kevin, ich komme. Oh mein Gott, das war so knapp. Ey, warum ist denn hier auch keine Festung? Nirgendwo ist hier eine Festung. Digga, das ist gerade so Minecraft Monday, aber es ist wichtiger einfach als Minecraft Monday. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt wird's trick. Oh mein Gott, okay. Bro, ich hab kurz vergessen, wo ich war. Ah, da bist du. Da oben. Ja. Oh, mein Bein kribbelt. Oh nein, jetzt nicht. Oh. Was war da oben? Ja, rumlaufen, Bruder, WTF? Jungs, ihr könnt. Ich hab eine Festung! Was? Oh. Okay, nice. Ja, konzentriert euch auf die Festung. Die war hier die ganze Zeit. Ich sterb hier einfach nicht. Aber ich möchte gar nicht aus dem Boot raus. Also. Soll ich aus dem Boot raus? Ja. Warte, wir müssten das Wort Boot einfach so zensieren, einfach mal rausschneiden. Ich möchte nicht aus dem. Raus. Ja, kannst du es in deinem Boot markieren? Oh mein Gott, Jungs, oh mein Gott, das ist. Ich bin aus dem. Oh nein, die Löcher müssen wieder... Macht mal 3 Sekunden, das ist keine Challenge. Jungs, wir haben es gleich geschafft. Schau mal vor, gleich kommt es. Oh mein Gott, wenn es gleich kommt, dass mit den Blöcken... Also, dass ah, das vorbei ist, Sticker dann, ja. Craig. Also. Ich muss aber auch eine Sache sagen, ich finde die Challenge nice. So ist es sick. Boah, gerade bockt. Du arbeitest dich halt so richtig hin, dass es jetzt wieder Dings ist und dann müssen wir halt so Speedrun. Überleg mal dann später Never, also Enzo... Moin Leute, Trimax hier. Oh bitte. Mein Gott, kannst bitte mal kommen? Wie lange sind denn diese? Wie lange ist das? 5 Minuten? 5 bis 8 Minuten ist es, glaube ich. Bruder, es ist insane lange, ich schwör's dir. What Banco. The fuck? Digga, irgendwann gehen meine Blöcke aus und dann bin ich gefickt. Oh. Keine Löcher! Let's go! Keine Löcher, let's go! Oh mein Gott. Nice. Okay, ab, rein, jetzt rein. Okay, wo seid ihr? Ich baue Blöcke ab, vorsichtshalber schon mal. Alright, hier ist ein Spawner, aber der ist noch zugekippt mit Lava. Aber wir müssen uns jetzt beeilen, Karl. Kriegst du das hin, eventuell diese Lava da hinten wegzumachen? Klar. Oh, ich sollte hier weggehen, ja, true. Falls gleich wieder losgeht, ne? Nein! Ey, Jungs, nein, Karl, nein. Geht gleich weg. Achso, du bist nicht in Lava gefallen? Doch, ich bin in Lava gefallen. Er ist auf 2 Herzen. Brauchst du Suppen? Was? Du hast Suppen. Ist die Suppen? Das ist nicht euer Ernst, Jungs. Es ist nicht euer Ernst. Oh nein. Wir sterben nicht an dieser Challenge, aber... Nein, aber warum brennt das denn so lange? Weil wir im Nether sind. Suppe, ich hab dir doch Heilshit gegeben. Hab ich doch, aber ich hab das Essen voll. Oh, das tut mir so leid. Alter, soll ich euch 50 Subs giften oder so? Oh nein. Oh fuck, Digga, I feel you, man. Ja, oh, gib nein. Die Subs. Was hast du gesagt, Fassi? Ja, gib die Subs. Oh nein. Fassi ist der Freund, der weiß, wie man aufmuntert. Ich lieb's. So richtig so, ja, gib die Subs. Oh nein, das tut mir halt wirklich leid, weil ich hab nur so eine Ecke von Lava berührt. Ich hab einfach unendlich gebrannt. Das Ding ist halt, ich war so pumped, dass ich jetzt Blazes farmen kann. Ich und war das auch ist so fucking pumped. Dass du ey, Real Talk, wir hätten, also boah, ich fand... Bro, ey, könnt ihr mal kurz, teleportiert euch mal bitte zu mir. Real Talk mal. Ich fand, wir waren auf einem guten Weg. Oha! Digga, auch hier hinten, schau. Hier ist alles voll. Und ich habe so manche wegen Cyber benutzt, weil ich so Blöcke gebaut habe und so. Alter, Kevin, was hast du hier gemacht? So, das war dieser andere Grind, ich schwöre. Junge, das ist ja Spleef. Digga, es hat aber übel gebaut. Spleef. Ey, ohne Mist, Alter. Die Challenge ist sehr nice. Ey, wir müssen das normal probieren dann. Ja, oh, safe. Ich hab gechoked.